Aber jetzt gleich gehen wir erstmal noch nach dieses Gefängnis. Fuck, wie heißt es denn nochmal? Irgendwas mit A. Lol. Morgen mussten wir erstmal 20 Minuten in der Essensschlange für das Frühstück stehen. Haben wir natürlich trotzdem gemacht. Und heute laufen wir einfach ein bisschen durch San Francisco. Genau. Von da unten sind wir hier hochgelaufen. Ich glaube, alle Leute, die in San Francisco leben, müssen ultrasportlich sein. Hier sind so viele Hügel. Sehr selbstbewusst als Hotelgäste ausgegeben haben, um aufs Klo zu gehen. Vielleicht. Hochgeklettert. Puls auf 150 liegen wir. Aber wir sind jetzt am Koi Tower. Wundert euch nicht, warum ich so fertig aussehe. Ich komme gerade vom Fitnessraum. Gestern, ich weiß gar nicht mehr, ich habe mich gar nicht mehr gemeldet. Wir sind einfach nur noch irgendwo, haben wir Pizza gegessen. Und es ist so teuer einfach alles hier. Ich denke mir so, yo. Also weil der Dollar halt gerade so stark ist. Naja, auf jeden Fall waren wir noch dann was essen und sind dann auch schlafen gegangen. Es war zwar der 4. Juli, man hätte Feuerwerk sehen können. Haben wir jetzt nicht, weil es ultra neblig war. Ah, heute geht es zur Golden Gate Bridge. Die schauen wir uns an und dann wollen wir auch vielleicht noch am Nachmittag zur Stanford University fahren und die anschauen. Genau. Sorry für das Licht, aber gut, ist wie ist. Wie es eigentlich aussehen sollte, wie es aussieht. Top. Wir sind gerade bei einem Aussichtspunkt, wo man die Golden Gate Bridge sehen sollte. Aber man sieht halt nichts. Schon wieder so nebelig und so. Irgendwie ist hier eine fette Wolke. Aber gut, der Wille war da. Ihr seht es hinter mir, ist einfach nur weiß. Naja. Stanford und ist schon alles echt sehr, sehr cool hier. Also ich liebe so amerikanische Unis und ja, nee, schon sehr cool. Wir gehen jetzt hier so ein bisschen den Visitors Weg lang. Da gibt es so einen extra Weg und ja, schauen uns das alles noch ein bisschen mehr an.
haben gerade bei der Cheese Factory gegessen. War so lecker. Also, hui. Cheesecakes sind einfach die besten. Und das ist gerade ultra peinlich hier zu filmen, aber ist egal, ich mach's trotzdem. Step out of your comfort zone. Okay, ja. Nee, und jetzt fahren wir dann gleich wieder zu dem Aussichtspunkt, wo wir heute Morgen waren. Zur Golden Gate Bridge, in der Hoffnung, dass man sie heute sieht. Jetzt sieht. Weil das Wetter eigentlich schön geworden ist. Und da wollten wir picknicken. Die Bridge hat man ein bisschen besser gesehen, aber jetzt auch nicht super. Naja, ist in Ordnung. Es ist nur ultra windig und kalt hier. Deshalb gehen wir jetzt wieder ins Hotel und laufen mal schauen, was der Abend noch so bringt. Guten Morgen. Wir fahren heute weiter nach Napa Valley, glaube ich. Aber jetzt gleich gehen wir erstmal noch nach dieses Gefängnis. Fuck, wie heißt es denn nochmal? Irgendwas mit A. Lol. Gedächtnisschwund ist da. Akasa. Naja, da gehen wir auf jeden Fall noch hin und besichtigen dieses Gefängnis. Und danach fahren wir eben weiter zum Napa Valley. Mir ist der Name wieder eingefallen. Alcatraz heißt das Gefängnis, wo wir jetzt hingehen. Wir sind jetzt wieder auf dem Festland, haben uns gerade noch was zum Snacken geholt, bis Mittagessen. Ja, schneide ich halt rein, sag ich wie es ist. Hey, ja, weil wir vorhin auf der Insel waren. Schneide ich halt alles mit rein. Sag dir einfach wie es ist. Mach das. Mach ich. Na egal. Jetzt fahren wir gleich wieder weiter, holen unseren Papa noch.